es einmal im Detail nochmal um IBC gehen. Und zwar möchte ich hier einmal ein kleines Token-Transfer-Demo durchspielen. Und ja, ich werde halt Telos auf dem EOS Mainnet kaufen, ja, von einem EOS-Account und die dann an einen gleichnamigen Account auf der Telos-Chain schicken und dir kurz zeigen, wie das geht. Ja, mit Sebastian habe ich das kurz abgesprochen, da war das noch nicht ganz so klar. Ich habe mir jetzt mal den Antelope IBC-Doc-Artikel ein bisschen mehr durchgelesen. Also was hier im Prinzip drin steht, ist, dass es bei IBC eben darum geht, einen Konsensus zwischen zwei verschiedenen Contracts auf zwei verschiedenen Blockchains herbeizuführen. Also im Prinzip kann IBC verglichen werden, ja, und die Chains, die daran beteiligt sind, über dieses Protokoll kommunizieren als Shards, als Scherben eines größeren virtuellen Blockchain-Protokolls. So ein bisschen wie das, was Ethereum vorhat. Ja, und das bedeutet eben nicht einfach nur, dass ein Orakel stattfindet, sondern was wirklich stattfindet, ist eben ein Konsensus herbeizuführen. Und einer von vielen möglichen Konsensusarten ist es eben, ein Token von A nach B zu übertragen, was in der Praxis bedeutet, ich kaufe 5 Telos gewrappt auf der EOS Mainnet Chain, locke die in einen Contract, informiere dann auf Telos, demselben Contract, dass es hier Telos gibt, die auf EOS gelockt sind und gebe die auf dem Netz frei. So, und das kann ich in beide Richtungen machen. Ich kann also jetzt zurzeit hier 3 Chains aufrufen, EOS, UX und Telos. Das sind alles Antelope Chains. Und ja, eben den Mainnet, den Haupttoken zwischen den hin und her schieben. Demnächst kommt noch WEX dazu. Das bedeutet aber nicht, dass es auch nicht auch für NFTs oder eben für Oracle-Konsensus-Synchronisationen geht, Datenpaket-Synchronisation. Also der Token-Transfer ist nur ein Beispiel von unendlich vielen. Durch IBC, wie schon gesagt, werden diese 3 Chains zu einem großen zusammengemerged. Ich brauche keine dritte Partei, der ich vertrauen muss. Das Ganze läuft trustless ab. Ja, dann komme ich jetzt zum praktischen Teil. Ich habe hier meinen Account, hier heißt Lovecraft Zen auf dem EOS Mainnet. Ich bin auf DeFiBox. Ich habe hier 6 EOS und die tausche ich jetzt in 5,4 Telos. So, das signiere ich jetzt. So, jetzt kann ich hier kurz im Block Explorer gucken. Vorher waren da 7 EOS, jetzt waren da 6, seitdem ich aktualisiert habe. So, und jetzt habe ich hier 8 Telos. So, und die möchte ich gerne hier, oder 8,3, 9 Telos, die möchte ich gerne eben rüber kopieren. Die kann ich mir hier rauskopieren. Das mache ich jetzt eben. So, dann gehe ich hier auf EOS und als Zielchain trage ich hier Telos ein. Hier den Amount und die Telos. Das ist das Ziel, was ich transferieren will. Und ich gucke mir noch mal kurz den aktuellen Stand an von der die Telos Balance auf Telos. Lovecraft Zen auf Telos hat 31,83881 Telos an Balance. Jetzt logge ich mich ein. Und dasselbe mache ich auch auf Telos. So, jetzt kommt der Transfer und Proof. Und das sind 2 Transaktionen. Das erste ist eigentlich hier die Retire-Funktion, so ein bisschen wie die Transfer-Funktion, plus dass ich hier einen Beneficiary habe, den Owner. Im Prinzip so, als ob ich bei der Transfer-Funktion den Account-Namen ins Memo schreiben würde. Das ist sehr ähnlich zu der normalen Standard-Transfer-Funktion. So. Und jetzt sehe ich hier,
wie hier auf die Irreversibilität gewartet wird. Das dauert 2 Minuten, damit auf beiden Chains wirklich alles komplett gesettelt ist. Warum ist das so? Sowohl Telos als auch EOS haben ja eine Blockzeit von 0,5 Sekunden. Ja, es gibt Microforks, es gibt in einem von 10.000 Transaktionen mal der Fall, dass nicht alle Blockproducer sich auf einen Konsensus einigen können, also auch bei einer hochperformanten Blockchain. Hier geht das IBC-Protokoll 100% sicher, dass der Transfer hier auf beiden Chains eben stattfindet und der Konsensus herbeigeführt wird. Ja, wie schon gesagt, jetzt überweise ich jetzt hier die Telos. Ich kann aber auch später NFTs überweisen, Oracle-Funktionen. Ich habe die Möglichkeit, wie schon gesagt, jetzt, es gibt auf Telos keine Möglichkeit, jetzt EOS oder Tokens. Also ich kenne jetzt keine dezentrale Exchange, so wie DeFiBox, die auf Telos jetzt ausgelegt ist. Aber ich kann, wie ich das ja gerade gezeigt habe, hier auf EOS Mainnet einfach EOS in gewrappte Telos überführen. Und die dann entsprechend dann über IBC hin und her schicken. Ich brauche also keinen intermediären Zwischenpartner, keine dritte Partei, der ich vertrauen muss. Ich brauche keine zentralisierte Exchange, ich brauche keinen Liquidity Provider, keine DEX, auf der irgendjemand die Telos bereitgestellt hat. Was ich hier tatsächlich brauche, ist, dass auf EOS irgendwann mal über IBC eine allererste Telos-Funktion, Transferfunktion stattgefunden hat. Also sprich, die gewrappten Telos, die müssen auf EOS einmal hier rüber geschickt worden sein. Die dürfen natürlich nicht aus dem Nichts erzeugt worden sein. Und ich kann auch nur auf der jeweiligen Chain dann mit den gewrappten Tokens arbeiten, die auch tatsächlich vorher einmalig eben über IBC hin und her geschickt worden sind. Und nachdem dieser Transfer, diese Irreversibilität auf der einen Chain hergestellt worden ist, muss ich im Prinzip noch auf der Telos-Chain, auf der Ziel-Chain einmal kurz signieren, dass ich tatsächlich diesen kryptografischen Beweis ausgeführt habe. Ich muss quasi so die Tokens withdrawn, das damit auf der Ziel-Chain quasi akzeptieren und nochmal zwischensignieren. Und erst dann werden die gewrappten Telos dann aus dem Contract, IBC-Contract entlockt und freigegeben und dann direkt auf mein Konto eben überwiesen. Und ich muss sicherstellen, dass ich auch genug Gramm für den Token habe und auch etwas NET und CPU muss da sein, weil ich hier eben auf beiden Chains eine Transaktion durchführen kann. So, jetzt bekomme ich die zweite Transaktion angezeigt und das ist die Withdraw-A-Funktion. Hier sieht man einen ziemlich umfangreichen Signaturdatensatz, aber wie schon gesagt, es kann sich ja theoretisch nicht nur unbedingt um eine Funktion handeln, so Transferfunktion handeln, sondern das könnte auch ein NFT-Transfer sein. Das könnte sein, dass ich Spiele-Contracts, die auf zwei Chains gleichzeitig laufen, dass ich die miteinander synchronisiere. Also jede Art von Smart Contract-Interaktion kann hier geproofed werden. So, das signiere ich jetzt hier und so, jetzt warte ich kurz, Submitting Proofs, 50%. So, jetzt ist er fertig. Also das Ganze hat jetzt 2 Minuten gedauert. Ich aktualisiere das jetzt, also vorher 31,3 und jetzt habe ich 39,7. Und hier sehe ich also nochmal meine Withdraw-A-Funktion und die Receive-Funktion vom IBC VL EOS an Lovecraft Zen 8,3956 Telos. Ja, das war jetzt eine IBC-Transaktion, also Telos gekauft auf DeFiBox. Ich könnte es jetzt wieder zurückschicken. Ich könnte jetzt auf DeFiBox, auf dem EOS Mainnet, irgendwelche neuen Liquidity-Pairs jetzt einrichten mit irgendeinem XY-Tokens, wenn ich das möchte. Ich kann vielleicht die Apps verwenden, die Telos benutzen als In-Game-Token beispielsweise. Ja, also allein durch diese einfache Swap-Funktion habe ich jetzt viel mehr Möglichkeiten, eben dann mit beiden Chains, mit beiden jeweiligen Token hinzuzuarbeiten. Und langfristig werden Entwickler immer mehr Protokolle hinzufahren, die nicht nur mit dem Tokentransfer zu tun haben, sondern eben ja, Smart Contracts aller Art, die eben das IBC-Protokoll verwenden.
Und dadurch kann ich jetzt schon in den ersten Zügen habe ich die Freiheit, dann im Prinzip die Tokens auf beiden Chains zu bewegen. Ja, es dauert noch 2 Minuten, aber es gibt auch eine Lightproof-Variante, die nur wenige Sekunden oder nur wenige Blöcke benutzt. Hier kann ich jetzt tatsächlich mit dieser Transaktion habe ich wirklich die Sicherheit, dass wenn ich hier eine große Menge, was ist ja ein Millionenbetrag an EOS jetzt, an die Talos-Chain schicke, dass es wirklich zu 100% abgesichert ist. Soweit mein letzter Stand. Und deshalb dauert das hier in diesem Beispiel auch wirklich komplett 2 Minuten. Aber seitdem diese Funktion jetzt bereitsteht, kann ich tatsächlich hier bilden, hier EOS, UX und Telos. Was die jeweiligen Main-Token angeht, kann ich hier jetzt tatsächlich ja, hin und her schicken. Das heißt, diese drei Tokens hier, diese drei Chains bilden zusammen ein Antelope virtuelles Netzwerk. Im Prinzip sind das die drei ersten Shards eines riesigen, komplett neuen Netzwerkes, die jetzt über IBC quasi zusammen mergen und ja, und das eben alles on-chain, ohne dass ich jetzt einem Provider vertrauen muss, sondern es passiert dann alles über die Kernblock-Producer und über die System-Contracts. Ja, das wollte ich gerne mit euch kurz zeigen und ja, dann freue ich mich über ein Like und über ein Abo, wenn ihr gerne meine Gedanken und kurzen Mini-Experimente in Krypto in Zukunft gerne weitersehen möchtet. Dann freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Ciao.